Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Mann mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einer Hütte im Wald. Sie hatten wenig zu essen und deshalb fickten sie den ganzen Tag in der Hoffnung, so viele Kinder zu bekommen, um sie zur Arbeit schicken zu können. Doch so viele Kinder sie auch bekamen, keines dieser dysmorphen Bastarde taugte für die Arbeit, sie flutschten einfach aus der Fotze der Alten und kreischten. Als der Vater ihnen eine Axt in die Hand geben wollte, konnten sie damit nichts anfangen. Also zerschlug er diese zappelnden Missgeburten mit der Axt und die Frau warf sie in die Pfanne und so hatten sie wenigstens alle 9 Monate etwas Fleisch auf dem Tisch. Doch wunderten sie sich doch sehr über andere Familien, deren Söhne kräftige Burschen waren, mit dicken Armen, die den ganzen Tag Holz hacken konnten. Wieso waren die Kinder, die sie bekamen, immer so hässlich und zu dumm zum Arbeiten? Das musste doch einen Grund haben. Also beschloss die Mutter, zur Nachbarshütte zu gehen, um den Burschen zu fragen, wieso er so kräftig war und Holz hacken konnte, was seine Eltern getan hatten, was sie anscheinend nicht hinbekamen. Da sprach der junge Bursche, das ist einfach eine Hexe, hat meiner Mutter einen Trank gebraut, aber dafür wollte sie eine Gegenleistung. Mein Vater muss sie dafür täglich durchnageln, bis ihr die Spalte raucht. Sie ist nämlich eine verfickte Nymphomanenschlampe und bürstet alles, was ihr vor die Rübe kommt. Da dachte die Mutter, ach, das kann Hänsel übernehmen, dieser Fickfehler ist auch zu nichts zu gebrauchen, doch er hat einen Schwanz wie ein Raketenwurm und wenn er mir das Feld pflügt, dann fühlt es sich so an, als würde mich ein Presslufthammer durchrattern. Der wird der alten Hexe so richtig besorgen und dafür soll sie uns auch etwas von diesem Trank zubereiten. Also schickten sie Hänsel in den Wald und er klopfte bei der Hexe an. Als sie ihn sah, sagte sie, was willst du hier, du hässliche Fettsau? Hänsel tat, wie man ihm befohlen und zeigte der Hexe seinen Presslufthammer. Oh, welch Schwanz meine Augen da erblicken, lass mich dran saugen und dann kannst du mich ficken, lass mich deinen Sack liebkosen und mich dann 10 Stunden stoßen, dann erst kriegst du was vom Saft, der euch eine Arbeitskraft aus deiner Mutter Fotze schafft. Hänsel zog ihre Hosen herunter und sah, wie ein dünner Strahl von Spülschiss ihrem Arsch entwich und er lutschte und saugte die Brocken darin auf, dann fickte er die alte Hexe durch und nach 10 Stunden hatte er sich den Sack leer gepumpt und die Hexe sprach. Du hast dein Handwerk gut gemacht und meine Fotze mit Bedacht gefickt, bis mir die Schwarte kracht. Fickel die Fackel die Fackel die DAI, Fickel die Fick du die Darei, DAI fein Ficki Fack, gucken Fick du Fuckel Fack, Fack die Sack DI Sack Astik geht der Mutter Fotzensaft, der aus der Möse Arbeiter schafft. Als Hänsel nach Hause kam, lag seine Mutter auf dem Tisch und hatte eine Fotze so groß wie ein Scheunentor und daraus flutschten kräftige Holzhacker. Der Vater klopfte Hänsel stolz auf den Rücken. Gut gemacht, du blöder Fickfehler. Das, was dir an Hirn fehlt, hast du mit deinem Gerät wieder ausgeglichen, muss ja nicht jeder denken können, es reicht, wenn man seinen Schwanz zum Einsatz bringen kann und für 10 Stunden Hexenfick haben wir 5 Arbeiter, die für uns das Geld hereinbringen. Also fickten sie den ganzen Tag. Fickel die Dai bei DAI Adria Fick Latria Kicken Fick Diffi Daffi Fick Fickel Fack Darakta Fack Facke Tech Lecker Fack Fickel die Fick.